Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker. Ich wollte mal ausprobieren, ob dieser Trick hier immer noch klappt mit den unendlich One-Ups bei dem Koopa. Ihr habt das klappt offenbar immer noch, auch hier im Mario Maker. Sehr schön, okay. In diesem Part wollen wir endlich mal wieder die 10 Mario-Herausforderungen spielen. Die haben wir seit dem ersten Part oder so nicht mehr gespielt. Ich will nur kurz noch eine andere Sache euch zeigen, und zwar wieder ein neues Level, das ich dann heute hochladen werde. Also schaut mal in die Beschreibung, da könnte dann vielleicht schon die ID von diesem Level hier sein. Perfect Chumps nennt es sich. Und das ist brutalst unmöglichst schwierig. Das ist wirklich unendlich heftig, dieses Level. Ich wollte mal so ein richtig gestörtes Level machen, das keiner von euch schafft. Das ist auch so eine Challenge quasi von mir an euch, weil ich behaupte, dass keiner von euch dieses Level überhaupt schaffen wird. Ich selber muss es auch erstmal noch schaffen, um es hochzuladen, ja. Das wird noch schwierig werden, aber ich glaube, ich kenne das Level ja und ich weiß genau, wie ich wo welche Sprünge machen muss auf jeden Fall. Es nennt sich Perfect Chumps, also perfekte Sprünge. Man hat auch nur 40 Sekunden Zeit, wie ihr sehen könnt, also ein Speedrun ist es gleichzeitig auch noch. Man muss hier am Anfang immer zwischen, also man muss eigentlich immer zwischen Stacheln irgendwie durchspringen, dann hier wirklich perfekte Sprünge machen. Die Sprünge klappen auch gerade so nur. Ich kann es ja euch mal kurz zeigen, den ersten Sprung. Vielleicht, man muss auch immer diese Wirbler hier machen, auf jeden Fall. So, das habe ich auch offscreen gebaut, das Level. Also hier so rüber und dann hier mit einem Dreisprung so rüber und dann, ja, bin ich jetzt schon gestorben. Dann muss man hier, die Münzen zeigen es einem immer an, mit Wandsprung hoch, dann hier an den Piranha-Pflanzen entlang. Dann landet man hier auf diesem Ding und jetzt muss man den ganzen Weg quasi nochmal zurückgehen und auf diesem Ding hier entlang fahren und nochmal die ganzen Stacheln hier ausweichen, bis man dann, wenn man mit der Schiene entlang gefahren ist, letztendlich hier zur Mitte hinkommt mit einem Stern. Mit dem Stern wiederum muss man dann hier rechts vorbei an den Steinblöcken hier, muss dann hier nochmal mega weite Sprünge machen, die man gerade so mit dem Stern schafft, und dann ist hier das Ziel. Ja, das Level ist wirklich brutalst schwierig und absolut gestört. Ihr wisst ja, in der Beschreibung stehen auch immer Schwierigkeitsgrade jetzt dabei und das hier kriegt brutal. Also brutal ist wirklich schon mega brutal. Das wird keiner von euch schaffen, behaupte ich auch mal. Aber es wird sogar nochmal ein schwierigeres geben, nämlich ein Kaizo-Level, wo das dann unmöglich bekommt als Bezeichnung. Ich habe auch hier nicht gecheatet oder so. Es gibt nicht irgendwie unsichtbare Blöcke oder so, wo ich mir das Leben einfacher machen könnte. Also ich selber muss es auch noch schon ganz normal schaffen. Aber ich behaupte einfach mal, dass das keiner von euch hinkriegen wird, dieses Level. Ich gehe mal wieder, ich will zurückgehen zu Z10 Mario Herausforderung gleich. Wenn doch einer von euch dieses Level schaffen wird, dann werde ich sogar denjenigen mal dann in irgendeinem Part erwähnen und dann sagen, ja hey, der und der hat das Level geschafft, soll vielleicht als kleiner Ansporn für euch, dass ihr das vielleicht dann doch mal länger versucht, aber ihr werdet frustriert sein und werdet es nicht schaffen. Ich meine, das Level ist jetzt auch vom Level-Design nicht so das allerkreativste. Ich meine, es ist eigentlich schon ganz cool, finde ich, dass man halt zwischen den Stacheln immer durchspringen muss und dass man dann auf der Bahn hier nochmal zwischen den Stacheln durchspringen muss, aber halt von der anderen Seite jeweils immer. Dann hier zur Mitte kommt, wo eigentlich dann Endstation ist, aber hier ist dann eben ein Stern, mit dem muss ich dann hier so durch. Und dann hier noch rüber, also ist schon eigentlich jetzt gar nicht so schlecht, finde ich, vom Level-Design, aber das sind die anderen, die ich gemacht habe, teilweise dann schon besser. Aber das soll auch wirklich nur auf die Herausforderungen ausgelegt sein. Also, wenn ihr das schafft, werde ich das sogar extra erwähnen, weil ich nämlich behaupte, dass das kein einziger von euch schaffen wird. Ja, so dreist bin ich einfach mal, aber ich glaube, das schafft keiner von euch. Aber ich werde ja trotzdem noch mal ein Kaizo-Level bauen, das noch schwieriger wird. Ich meine, ich bin Challenge-Time-LP und wenn ich nicht schwierige Level baue, wer dann? Ne. Auf jeden Fall, machen wir jetzt weiter mit der 10 Mario-Herausforderung. Und zwar sind wir gerade in Welt 2, glaube ich. Steht das eigentlich irgendwo, in welcher Welt wir sind? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, die erste Welt haben wir ja schon gemacht und ich denke halt mal, dass es 8 Welten gibt mit jeweils 8 Leveln dann. Sprich 64 insgesamt. Vielleicht werden wir in diesem Part sogar 2 Welten schaffen. Also im ersten Part, wo wir die 10 Mario-Herausforderungen gespielt haben, haben wir ja nur eine Welt geschafft, weil das war, glaube ich, auch ja auch der erste Part. Und da kam ja davor noch das Tutorial und ich musste ganz viel erklären und so weiter. Und sprießende Gummas, jetzt muss ich es nicht mehr so sehr tun. Und deswegen könnten wir es vielleicht jetzt schaffen, dass wir auch 2 Level in diesem Part hinkriegen. Vielleicht auch nicht. Wir schauen einfach mal. Auf jeden Fall sprießende Gummas. Ah, okay, verstehe schon. Deswegen sprießende Gummas, weil Piranha-Pflanzen aus ihren Köpfen rauskommen. Ob das so gesund ist, mag dahingestellt sein. Auf jeden Fall, die Gummas sind jetzt sehr viel stärker, weil ich sie jetzt eben gar nicht töten kann, tatsächlich. Außer halt mit Koopa-Panzer oder so. Aber durch draufspringen kann ich die jetzt tatsächlich nicht besiegen. Da muss man auf jeden Fall gut aufpassen. Ja. Das war's aber auch schon wieder. Also jetzt auch nicht so das allermega spektakulärste Level. Aber das sind die von der 10 Mario-Herausforderung, glaube ich, eh alle nicht so sehr, dass die so mega ultra spektakulär wären oder so. Also denke ich mal nicht. Eine Sache, die ich auch noch sagen wollte. Die Level hier werden ja auch beim Speicherbot gespeichert. Ich werde gleich sagen. Die gefährliche Bodenstange, okay. Was erwartet uns da? Da bin ich mal gespannt. Okay, und da jetzt... Ah, okay, so ein Level will ich übrigens auch mal machen. Wo ich mich an so einem Ding festhalten muss und dann währenddessen auch Gefahren ausweichen muss. Das will ich, glaube ich, auch mal machen. Auf jeden Fall, die Level hier werden ja beim Speicherbot gespeichert. Und dasselbe gilt auch für solche Level, die man immer kurz spielen... Jetzt muss ich mich hier kurz verstecken. Die man immer kurz spielen... Ah, ich hätte nach rechts gehen müssen, verdammt.
Okay, die man immer kurz spielen konnte, wenn man neue Objekte bekommen hat. Also wenn man, also ihr wisst ja, um neue Objekte zu bekommen, muss man immer ein bisschen spielen und dann werden die freigeschalten. Und wenn man das eben macht und da eben dann die nächste Palette freigespielt hat an den neuen Objekten, dann gibt es dazu auch immer ein Testlevel. Und diese Testlevel, die habe ich halt immer übersprungen, und habe ich euch nicht gezeigt. Die will ich euch aber eigentlich schon auch noch zeigen, weil ich ja alles irgendwie vom Mario Maker zeigen will. Die werde ich dann mal noch in irgendeinem Level-Editor-Part spielen oder verteilt immer in den Level-Editor-Parts. Also wie gesagt, es gibt noch 8 solche Beispiel-Level, wo immer die ganzen neuen Objekte, die man dann eben entsprechend an dem Tag oder zu dem Zeitpunkt bekommen hat, wo die alle nochmal so vorgestellt werden, alle in dem Level nochmal vorkommen, dass die einem so präsentiert werden. Und diese Level will ich euch dann auch nochmal irgendwann zeigen. Das sind alle nicht lang und nicht spektakulär, aber trotzdem halt, ne? So, 1-2 Remix kommt jetzt. Sehr cool, jetzt muss ich das selber reinlaufen. Was ist hier hinten noch? Da ist ein Pilz. Okay, den gab es damals nicht. Ich kann wahrscheinlich nur in die untere da rein, oder? Genau. Ja, das ist schön gemacht, dass man hier am Anfang noch den Eingang hat und jetzt erst im Untergrund ist. Das gefällt mir sehr gut. Und hier ist gleich mal ein Mystery Mushroom. Okay, und wir finden da ein Goomba. Meinetwegen. Okay. Ja, das ist eben ein Remix von 1-2. Das kenne ich natürlich noch, das Level. Und ich kann mal kurz gucken, ob hier noch einige Sachen identisch sind, weil ich kenne Super Mario Bros. In- und auswendig, das uralte Spiel. Hier dürfte ein Stern drin sein, wenn das genauso ist. Ja, ist noch genauso, wunderbar. Dann dürfte hier eine Blume drin sein. Ja, gut, Mystery Mushroom. Dann ist hier, als bin ich ein Block. Hier ist ein Münzenblock. Haben Sie den genommen? Ah, den haben Sie ja auch übernommen, seht ihr? Sehr cool. So, dann da oben kommt gleich ein One-Up. Und zwar hier, da muss man den hier treffen und dann den danach, dass es nach unten fällt. Ja, wie gesagt, das Uralte kenne ich immer auswendig. Dann da unten ist ein Bonusraum. Mit ein paar Münzen. Der. Okay. Ja, stimmt, weil der in der Röhre ist, den mussten sie jetzt auf der Overworld machen. Und der kann jetzt eben gar nicht mehr im Untergrund sein. Deswegen sieht es jetzt hier ein bisschen anders aus. Sie haben aber trotzdem versucht, das irgendwie noch hinzukriegen, indem sie den Hintergrund da ein bisschen dunkel gemacht haben und hier überall Blöcke drumherum gemacht haben. Sehr schön, das ist cool. Aber wie gesagt, wenn man eben in eine Röhre reingeht, dann muss man ja in das andere Gebiet kommen. Und das andere Gebiet hier in dem Level ist ja ein ganz normales Overworld-Gebiet. Und, dementsprechend mussten sie das eben so machen, dass es dann auf der Overworld war und eben nicht mehr Sprungwort, jetzt wunderbar, und eben nicht mehr im Untergrund. So, ich bin ja schon gespannt, was sie mit der Warp Zone gemacht haben, denn das wisst ihr ja bestimmt auch alle. Da oben ist eine Warp Zone mit 3 Röhren, die zu Welt 2, 3 oder 4 führen. Aber, ja gut, ich gehe mal in die da rein, weil das hier müsste Welt 4 gewesen sein, glaube ich. Welt 4, genau. Sehr schön. Und wir kriegen hier, yay, wir kriegen noch ein. Ist ein Peach. Cool. Blah, blah. Sehr schön. Okay. Und, das sind die anderen Warp-Zones hier, okay. Was wäre denn der normale Weg gewesen? Also, wenn ich die eigentliche Röhre. Ah, wäre ich wahrscheinlich hier rausgekommen, oder? Ja, wäre ich, okay. Können wir nochmal kurz testen auch, genau, welche Röhre rausgekommen. Okay. Aber ich würde eigentlich interessieren, was dann bei den anderen Mystery Mushrooms noch ist, wenn ich jetzt die Warp-Zone 3 oder 2 nehme. Weil da verwandle ich mich dann vielleicht nicht in Peach, sondern dann in Luigi oder Bowser oder was weiß ich. Wäre ich noch ganz interessant zu wissen, aber war ich jetzt zu faul. Müssen wir jetzt auch nicht unbedingt herausfinden. Passt schon. So, dann gleich zum vierten Level. Also, ja, ich weiß nicht, ob wir wirklich zwei solche kompletten Welten in einem Part schaffen, weil das ist dann doch schon relativ viel. Wir schauen mal. Wie ist das Level jetzt? Kapitän Maxi irgendwas? Maxi Knochen oder sowas? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall ist ein Luftschiff im Super Mario World Stil mit einigen Knochentrocken, die hier ihre Knochen in der Gegend herumwerfen. Das gefällt mir gar nicht und hier bin ich dann in der Sack. Ah, ne, ich kann ja schon weiter und habe jetzt hier drei Türen, ne, vier Türen sogar. Ich nehme mal die ganz rechte. Schau mal. Und die war gleich richtig. Okay, die anderen waren offenbar alle Fallen, deswegen lasse ich das jetzt mal. Da wären wahrscheinlich dann irgendwie Einzelräume gekommen mit Buchkreisen oder so, denke ich mal. Oder irgendwelchen anderen Gefahren, keine Ahnung. Und das war schon das Ziel, okay. Das war schon die ein. Okay, also da wäre zum Beispiel eine Tür hingegangen. Zu dem Knochentrocken da. Also das war es auch schon. Also die einzige Besonderheit quasi an dem Level sind diese vier Türen da, von denen halt nur eine richtig ist und die anderen führen halt alle zu Fallen. Okay. Das ging ja relativ schnell. Mal schauen, ob bei Level 5 auch so schnell gehen wird. Das sich nennt Mario. Das ist der kreativste Name ever. Okay, da ist er auch schon. Da ist Mario unter Wasser. Okay, sehr schön. Und ein Goomba. Hallo Goomba. Ah, das ist ein Pilz. Ah, okay, es werden jetzt hier wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwelche tollen Items oder auch Gegner vielleicht nachgebaut mit den Blöcken. Das ist aber auch eine coole Idee eigentlich. Ah, da ist ein Pilz sogar drin. Ja, den will ich haben. Komm mal her. Wenn nicht, dass ich jetzt gleich gegen den Goomba renne oder schwimme wohl eher und dann sterbe, das wäre ziemlich doof. Da haben wir einen Stern, das kann ich jetzt schon erkennen. Ja. Wir können schon immer versuchen zu erraten, was es ist, wenn man nur ganz, ganz wenig davon sieht. Das hier könnte eine Münze werden. Vielleicht. Ja, ist eine Münze. Okay. Sehr schön. Dann als nächstes haben wir das da.
Das ist eine Feuerblume wahrscheinlich. Das ist eine Feuerblume, genau. Hab das auch schon immer erkannt zu früh. Oder vielleicht sogar noch früher. Man weiß es nicht. Und noch tausende... Oh mein Gott, tausende Goombas. Gehen wir alle aus dem Weg. Das Ende hier ist gar nicht mehr so einfach mit den ganzen Goombas da. Das muss ich auch nochmal testen, wie sich die ganzen Gegner unter Wasser verhalten. Weil viele Gegner verhalten sich halt unter Wasser ganz anders als über Wasser. Die Goombas zum Beispiel auch, die können nur so ganz, ganz komisch in der Gegend herumschwimmen und sind jetzt keine so große Gefahr. Aber gut, an Land sind sie jetzt auch keine wirkliche Gefahr. Muss man zugeben, das muss ich auf jeden Fall nochmal testen. Ich werde bestimmt auch nochmal irgendwann ein Traum. Bestimmt auch nochmal irgendwann ein Unterwasser-Level bauen. Ich hab noch keine wirklichen Ideen dafür halt leider. Deswegen müssen wir noch mehr dazu einfallen lassen. Coin. Und mehr Coins. Okay, in dem Level scheint es offenbar... um Coins zu gehen. Wir kriegen die ganze Zeit irgendwelche Münzen zugeworfen. Und das war's auch schon, denke ich mal. Mehr Münzen und Pilz. Yay, viele Münzen. So, da unten wird es wahrscheinlich mehr Münzen geben. Wir schauen mal. Yay, mehr Münzen. Und noch mehr Münzen, noch mehr Münzen. Okay, das ist ein reines Spaßlevel, ohne jegliche Herausforderung. Also einfach nur Münzen über Münzen sammeln. Sehr schön, noch ein Pilz ist hier. Okay, genau. Jetzt dachte ich schon, da kommt ein Sisu-Kugel raus. Aber nee, wenn man in ein Sisu-Dingens irgendwas reinsteckt, dann werden die Sachen, glaube ich, einfach weiter und schneller rausgeschossen. So. Aber es wäre ganz witzig, wenn am Ende sie noch ein so Ding hinpacken und da kommt dann ein riesen Kettenhund raus oder so. So, das ist komplett verarscht, dass man sich denkt, okay, es kommen ja eh nur Münzen raus, aber am Ende kommt auch mal einmal so eine Mega-Falle oder so. Das finde ich total witzig. Aber wäre auch irgendwie fies. Ich glaube, das machen sie aber auch nicht. So, Lakitus werden wir bestimmt auch tausende Münzen zuwerfen, richtig? Yay, mehr Münzen und noch mehr Münzen und viele, viele Münzen und noch viel mehr Münzen und Regenbögen kommen auch immer, wenn wir ein paar Münzen hier, die mittleren Münzen immer bei den Pfeilen da einsammeln. Und ganz, 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 ganz viele Münzen. Das ist auch sehr cool gemacht, das Level. Und lass mich raten, mehr Münzen. Ja, wer hätte denn sowas ahnen können? Noch viel, 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 viel mehr Münzen. Sehr schön. Ein schönes Level. Konnte man da eigentlich sterben? Ich weiß gar nicht, ob irgendwie mal Schluchten da waren oder so. Aber doch, man konnte schon sterben wegen dem Scrolling. Nämlich, wenn ich zu langsam gewesen wäre und dann von einer Kanone erdrückt worden wäre oder sowas. Also man konnte da schon sterben, aber... ja, es würde schon mit dem Teufel zugehen, wenn man da sterben würde bei dem Level. Naja. 1-3 Remix athletisch. Ah, das war aus SMB3 dann wahrscheinlich, oder? Ah, nee, doch nicht. Okay. Ich dachte jetzt wegen athletisch, weil... irgendwie Luigi... weil, ich meine, warum steht da jetzt athletisch dabei? Weil irgendwie bei athletisch denke ich immer so an Super Mario Bros. 3, weil da irgendwie die ganzen Musiktracks immer Athletic oder sowas heißen. Keine Ahnung. Und hier ist Yoshi, yay. Also auf jeden Fall ist es das Pilz-Level. Und das sieht auch alles hier ähnlich aus. Hier müsste ein Pilz wieder drin sein. Genau. Und zwar ein Toad diesmal. Was sagt er? Sagt er Toad einfach oder wie? Oder sagt er irgendwas anderes? Oh Gott, es war knapp. So, jetzt nicht hier sterben, das wäre ziemlich bitter. Also in den 10 Mario-Herausforderungen will ich wirklich fast gar nicht sterben, weil die offenbar echt nicht schwierig sind. Ich glaube schon, dass die später noch ein bisschen schwieriger werden, aber jetzt auch nicht arg viel schwieriger. Also die müssten wir schon immer relativ gut hinbekommen, behaupte ich jetzt mal. Yay! Dö-dö-dö-dö-düm. Gut, dann noch ein weiteres Level, dann haben wir auch schon die zweite Welt abgeschlossen. Müsste jetzt gleich wieder ein Castle kommen, würde ich mal... ganz stark vermuten und ich würde mal sagen, ja, wir können schon noch dann eine zweite Welt auch noch hinterherwerfen. Dann wird der Part halt ein bisschen länger. Vielleicht werde ich dann feuerfest, vielleicht werde ich dann bei Welt 4 da dann nicht mehr Welt 4 und Welt 5 machen. Also werfen die? Ach du Kacke. Da werde ich dann vielleicht nicht mehr Welt 4 und Welt 5 machen, weil es dann vielleicht doch zu lange dauern würde. An One-Up sogar, cool. Shit, weil es dann doch zu lange dauern würde, weil die Level ja wahrscheinlich auch immer etwas länger und halt auch anspruchsvoller auf jeden Fall werden. Wir dann auch später vielleicht öfter mal sterben werden. Ein paar werfen sogar große und ein paar werfen One-Ups. Na scheiße. Das ist eine ziemlich coole Idee eigentlich sogar, das Level. Ich werde es gleich abkratzen. Gehen wir mal einen Pilz nochmal. Ja, nee, dann halt nicht. Gehe ich halt hier so durch. Das war jetzt ein bisschen sehr crazy. Haben wir jetzt noch einen Bosskampf? Wenn ja, habe ich Probleme. Ja, normaler Bowser? Normaler Bowser. Okay, das müssen wir schaffen. Hui. Jupp, das war kein Problem. Okay. Ja, ganz normale Bowser-Bosskämpfe ist halt irgendwie total ungewohnt mittlerweile hier in Mario Maker, weil du ansonsten halt nur auf riesige Bowsers triffst, die noch Kettenhunde oder... Kugelwilli-Kanonen über ihren Köpfen haben oder was weiß ich. Es ist so ein ganz normaler Bowser-Kampf, das sieht man hier eigentlich eher selten, ehrlich zu sein. So, tot. Sorry, but our princess is in another castle. Nee, echt jetzt? Das hätte ich ja niemals vermuten würden oder so. Ach ja. Dö-dö-dö-dö-dö. Fortsetzung folgt. Und was will der Hund auf der Rakete? Keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall, Tiny Witch Island wurde von Drop. Er hat einen Stern erhalten, auch vielen Dank, freut mich. Okay, machen wir gleich noch weiter mit Welt 3 und werden die auch noch abschließen. Also ich will nicht mitten in einer Welt dann irgendwie abbrechen oder sowas und dann den Part beenden. Ich will schon immer Welten komplett machen. Aber ich glaube, wie gesagt, beim nächsten Mal werde ich dann die Welten vielleicht nur noch einzeln machen. Ich bin, ja, ich weiß nicht, ich bin mir nicht ganz sicher.
Ich muss mal abwägen, ob die Level wirklich schwieriger werden oder ob die gleich einfach bleiben. Wenn sie gleich einfach bleiben, dann können wir schon immer so machen, dass wir zwei Welten in einem Part schaffen. Weil ansonsten wäre halt dann ein Part 15 Minuten bis 20 Minuten. Und wenn ich zwei Welten mache, ist er halt dann 30 Minuten oder so. Aber passt schon auch, ne? So, hier kann man einige Münzen abstauben, auf jeden Fall. Mit den Powerblöcken immer. Und die ganzen Gegner natürlich auch. Kann man auch wunderbar damit umbringen. Weil es alles Boden- oder Deckengegner sind. Und die kann man ja sehr schön umbringen mit dem Powerblock. Und das war's auch schon, okay. Ich denke mal, das Level sollte einem nur die Möglichkeiten des Powerblocks zeigen, dass man Boden- und Deckengegner damit töten kann. Keine fliegenden Gegner, außer ich werfe sie direkt ab. Und ich kann halt auch Münzen nach unten fallen lassen, falls die in der Luft schweben sollten. Das geht natürlich auch. Ist aber auch bekannt. Gab's eigentlich Powerblöcke in Super Mario World schon oder in Super Mario Bros. 3? Das weiß ich jetzt nicht. Wie nah traust du dich ran? Also in U auf jeden Fall, aber oder in NSMB halt, aber ach du Kacke. Aber den anderen weiß ich tatsächlich nicht ganz. Ich musste wahrscheinlich den hier treffen, ja. Das ist eine coole Idee. Aber sie ist auch sehr kurz, das Level. Das Level ist sehr kurz, aber das ist trotzdem eine sehr, sehr coole Idee, finde ich. Das gefällt mir. So, ich warte erstmal. Ja, also ich denke mal halt, nur, dass nur der richtig ist. Okay. Ah, hier ist ein Stern drin. Okay, cool. Und der kommt nicht her, ist das dein Ernst? Ah, ne, er kommt doch her. Okay, dann sterb mal alle. Alle umbringen bitte dich auch und dann leben. Yay. Das war auch eine coole Idee. Man kann aber auch schon drüber kommen, ohne den Stern überhaupt kriegen zu müssen. Also das ist eine sehr coole Idee, sowas. Also sowas gefällt mir, dass hier bei der 10 Mario-Herausforderung die Level jetzt nicht wirklich lang sind oder so oftmals, aber man trotzdem coole Ideen bekommt, um selber Level zu bauen. Ich meine, so ein Level in der Art wie gerade eben, so sich nah rantrauen in irgendeiner Form, das wäre eigentlich auch eine ziemlich coole Idee. Muss ich mal gucken. So, jetzt haben wir Level 1, 2, also auf das erste Level auf der rechten Seite von Super Mario World. Das allererste ist ja eigentlich das nach links, wo es dann zum Schalterpalast geht. Und wir kriegen gleich mal Yoshi hier, yay. Auch genauso wie in Super Mario World. Warte mal, kann er eigentlich? Ne, okay, schade. Das wusste ich jetzt tatsächlich gar nicht, ob er auch bei einem roten Panzer dann Feuer nach vorne schießen kann. Aber das geht hier nicht, okay, kann ich mal auch verstehen. Weil es gibt ja auch, oh Gott, es gibt ja auch, der Hammerbruder ist aber neu. Oder ist der, ja doch, natürlich ist der neu. Den gab es damals bestimmt nicht hier schon in Welt 1. Oder in Welt 2 dann halt. Oder Level 2. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Es kommen sogar zwei Yoshis jetzt hier raus und kein One-Up, ist ja auch interessant. Genau, ich habe mir schon gedacht, dass es das eigentlich nicht gehen würde, dass er dann Feuerbälle nach vorne hauen würde, weil es ja auch keine gelben oder blauen Panzer hier in dem Spiel überhaupt gibt. Deswegen kann ich das schon verstehen, auf jeden Fall. Da oben ist Bonus, genau. Aber mehr auch schon nicht, nur ein paar Münzen. Ja, es sieht aber ein bisschen anders aus wie in Super Mario World, das Level hier. Also zum Beispiel, oh Gott, Level 1, 2, was wir ja auch in diesem Part gespielt haben, der Remix vom ersten Super Mario Bros., das haben sie relativ originalgetreu gelassen tatsächlich. Aber das hier haben sie jetzt schon um einiges verändert. Die Blöcke hier waren auch ganz anders angeordnet. Da brauchte ich eigentlich andere Blöcke, die ich dann da nach oben werfen musste, weil die viel zu weit oben gelegen waren teilweise, die Blöcke da, die fliegenden. Also, hier haben sie jetzt schon einiges verändert. Genau richtig, jetzt fällt es mir wieder auf. Da unten war nämlich eigentlich ein Football-Chuck und den haben sie jetzt, ah, war noch cool. Den haben sie jetzt weggemacht und stattdessen ist da jetzt eben ein Hammerbruder. Okay, also offenbar, da wo der erste Hammerbruder stand, da war dann offenbar ein Football-Chuck oder Football-Spieler oder wie auch immer die jetzt heißen, keine Ahnung. Offenbar im Original, das weiß ich jetzt nicht mehr. Also das Super Mario World, da das zweite Level, habe ich nicht komplett auswendig im Kopf. Aber ja doch, ich glaube schon, dass da bei dem Hammerbruder, bei dem ersten, anstelle dessen dann eben so ein Football-Spieler war. So, 3 Up-Domino. Was bedeutet das? Keine Ahnung, muss ich hier 3 One-Ups kriegen, indem ich immer auf den Wicklern entlang jumpe oder wie? Ist das der Gag von dem? Ja, das ist aber schwierig hier. Das geht aber. Ach, ich hab's verkackt, verdammt. Ja, es geht aber tatsächlich, ja, das kann man schaffen. Moment, Moment, Moment. Das will ich wahrnehmen, diese Herausforderung. Ich will hier 3 One-Ups kriegen. Ich meine, das Level, da kann man einfach ganz normal durchlaufen, aber nö, nö, nö. Ich will das schon so spielen, wie es gedacht ist und ich will hier 3 One-Ups kriegen. Aber der eine ist schwierig, weil ich halt da dann so eklig nach unten gehen muss. Ich darf ja auch niemals den Boden zwischendrin berühren, weil ich ansonsten eben meine One-Up-Serie verkacken würde. So, jetzt gehen wir... Nein! Warum, du Idiot? Warum hat er jetzt abgebrochen? Mann... Geht das jetzt nochmal? Jetzt kriege ich keine Punkte mehr tatsächlich. Aber ich kriege nur dann Punkte, wenn ich zum ersten Mal auf die drauf springe, wenn die noch nicht rot geworden sind. Das ist ja interessant. Das wusste ich tatsächlich auch nicht. Okay. Ich werde es noch ein bisschen probieren. Wenn ich es nicht schaffe, dann lasse ich es und werde das Level einfach normal durchspielen. Aber ich will es eigentlich schon versuchen hinzukriegen. Wenn ich schon hier so eine Herausforderung, wie gesagt, habe, möchte ich die auf jeden Fall auch wahrnehmen. So. Nein, das kann... Ey, das ist echt fies, vor allem, weil der bewegt sich halt so ganz, ganz eklig, weil der rot geworden ist. Und dann kann ich da gar nicht einschätzen, wie der sich überhaupt bewegt. Das ist ja blöd. Ich glaube, ich sollte einfach ein bisschen schneller sein vielleicht, weil wenn ich schnell genug bin, dann komme ich da trotzdem schon relativ sicher rüber. Also ich werde jetzt mal mich ein bisschen mehr beeilen. Ich glaube, das klappt dann tatsächlich besser. Ja, genau, es klappt besser. Richtig. Sehr schön. 3 One-Ups bekommen, das Level geschafft. Wir haben jetzt dann eh gleich wieder 10. Wunderbar. Auch ein gutes Level.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich auch mal so ein Level machen will. Wo man eigentlich ganz, ganz einfach durch das Level durchlaufen kann, wenn man will. Wo es aber eine besondere Challenge noch nebenbei gibt. Zum Beispiel, dass man eben möglichst viele Münzen mitnehmen muss oder halt möglichst viele One-Ups sammeln muss. Oder sonst irgendwas Besonderes machen muss. Vielleicht auch möglichst viele Punkte oder sowas, keine Ahnung, springe. Da werde ich mir vielleicht noch was über... Ach du Kacke, vielleicht noch was überlegen in der Hinsicht, ob ich da auch mal was mache. Aber ich will eigentlich schon, dass die Level grundsätzlich immer einigermaßen schwierig... Ja, okay, das Level ist aber verdammt einfach. Grundsätzlich eigentlich immer relativ schwierig sind. Und dass man nicht einfach nur ganz normal durchlaufen kann und den Sinn des Levels irgendwie völlig in die Tonne treten kann. Also, vielleicht werde ich sowas mal machen, aber ich kann's und will es jetzt nicht versprechen. Okay. Das war, glaube ich, Level 4. Ne, Level 5 sogar schon, okay. Ja, dann sind die Parts doch auf gar keinen Fall eine halbe Stunde. Dann können wir eigentlich doch schon immer zwei Welten, meine ich, pro Part dann immer machen. Clownkutschen Kanonade hieß es, glaube ich. Okay. Ja, das wird sehr interessant werden, das Level. Da kommen jetzt tausend andere Clownkutschen auf mich zugeflogen mit, ach du Kacke, mit Milliarden von Gegnern, mit Fiesen. Da muss ich auf jeden Fall aufpassen. Erinnert mich ein bisschen an mein Level, an Lucky to Wechsel, ich ist nur ein bisschen anders hier. Und ich meine, die Clownskutsche hat ja auch einen enormen Vorteil, weil die unendlich lang hält. Ja, okay, war doch nicht so schwierig. Das hätten sie auf jeden Fall noch schwieriger machen können, noch tausende mehr gefahren, aber das will Nintendo ja gar nicht. Sie wollen hier diese Level wirklich überhaupt nicht schwierig machen. Am Anfang zumindest. Vielleicht werden sie später noch schwierig, keine Ahnung. Sie wollen wirklich eher Denkanstöße geben und halt schon mal inspirieren dazu, was man so alles hier für Level im Mario Maker theoretisch bauen könnte. 3-1 Remix und endlich One-Ups. Das hört sich auch interessant an. 3-1, das ist dieses Level da, ja. Ich kann mich erinnern. Das war ein Nachtlevel und das haben sie jetzt hier, also es war kein Untergrundlevel, es war ein Nachtlevel. Und das haben sie jetzt hier eben dargestellt dadurch, dass wir gerade im Untergrund sind, weil es offenbar anders nicht geht. Natürlich geht es nicht anders, schon klar. Aber warum hat es unendlich One-Ups als Nebenzeichnung, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich glaube, hier ist eine Blume. Nee, doch nicht. Ach nee, da oben ist eine, oder? Nee, warte mal, irgendwo hier ist eine Blume, glaube ich. In irgendeinem von den Blöcken da. Oder ja, nicht unbedingt eine Blume, aber halt ein Power-Up. Ah, hier war es, okay, genau, richtig. Sind da oben Stacheln? Nee, okay. Das sieht so aus wie Stacheln da oben irgendwie, keine Ahnung. Egal. So, wieder zurück. Und was ist da drin? Da ist gar nichts, okay. Aber warum ist das Level unendlich One-Ups? Kann man hier unendlich One-Ups... Warte mal, war damals auch schon hier ein unsichtbarer Ding? Den habe ich, glaube ich, noch nie gefunden. Ich glaube, hier ist ein Stern drin. Genau, ein Ding haben sie jetzt holen. Okay, damit kann ich mir jetzt halt einige One-Ups holen. Aber ich glaube, dass es sogar tatsächlich damals im ersten Super Mario Bros. Noch nicht der Fall war, dass man ein Leben bekommen hat, wenn man 8 Gegner hintereinander mit dem Stern besiegt hat. Wenn man 8 Gegner... Ah, hier... Oh Gott, hier ist die Stelle. Ach du Scheiße. Wenn man 8 Gegner hintereinander mit dem Koopa-Panzer besiegt hat, dann ging das schon. Aber... fuck, ey. Aber, okay, so komme ich da rein. Genau, hier ist eine Ranke. Aber es ging nicht... Ah, hier ist jetzt der Bonusraum. Wie cool ist das denn? Das ist ja schön. Aber es ging, glaube ich, nicht, wenn ich einen Stern hatte und 8 Gegner hintereinander kille. Das ist ja danach in jedem anderen Mario-Spiel schon der Fall gewesen. In Mario Bros. 3, glaube ich, auch schon. Und in World und You sowieso. Das weiß ich definitiv. Und hier ist dann das Ziel jetzt. Sehr schön. Ich glaube, hier kommt der Koopa auch runtergelaufen. Was ich euch am Anfang des letzten... Oder? War es am Anfang dieses... Nee, es war sogar am Anfang von dem Part, genau. Ich glaube, da kommt auch ein Koopa runtergerannt an der Treppe und da kann man sich auch unendlich One-Ups holen, wenn man will, bei dem. Okay, auch sehr cool. Deswegen haben sie es wahrscheinlich so genannt. Auf jeden Fall, was ich jetzt eigentlich schon tausendmal sagen wollte. Damals konnte man eben mit einem Stern noch keine Leben sich holen, was eben heute schon geht. Mit Koopa-Panzer glaube ich schon, aber... Ach du Scheiße. Aber ich glaube eben nicht mit... Ach du Heilige. Nicht mit einem Stern. Das ist ja eine verdammt coole Idee. Ein Scrolling-Level, man ist ständig... Okay, Yoshi, komm mal raus da. Und ständig muss man Bowser ausweichen. Jetzt kommt er, und jetzt springt er hier so entlang. Das ist ja eine coole Idee. Also vor allem mit diesen Schienen, da kann man echt verdammt viel anstellen, weil man halt auf die Schienen alles draufklatschen kann. Also im Prinzip wirklich alles. Also es gibt, glaube ich, zwei, drei irgendwie Objekte, die man da nicht draufhauen kann. Aber ansonsten wirklich alles. Und da kann man so viele verschiedene Sachen noch sich damit ausdenken. Da werde ich bestimmt in Zukunft auch noch mehr Level machen mit den Schienen. Ich habe ja auch schon eins gemacht, Can You Survive. Und da werde ich bestimmt auch noch später in Zukunft mehr damit machen. Und jetzt sogar Yoshi hier, wie cool. Sorry, but our princess is another castle. Ja, ja, schon recht tot. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, war es für diesen Part von Let's Play Super Mario Maker. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es ja weitergehen wird, wenn morgen dann die 100 Mario-Herausforderungen kommen wird und wir die auf schwer versuchen. Die werden wir aber wahrscheinlich nicht in einem Part schaffen, weil das sind ja 16 Level.
die halt alle schwer sind. Und das werden wir ziemlich sicher nicht hinbekommen, behaupte ich jetzt mal. Also da werden wir dann wahrscheinlich zwei Parts, also dann in der nächsten Woche auch noch dafür brauchen, denke ich jetzt mal. Also dann, Leute, bis zum... gestorben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.